Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf diesem Marsch. Wir machen die Arbeit weiter, Silagewaren einsammeln, zum PGA bringen, verkaufen. Wir haben die mal gekauft. Das soll sich immer rentieren, ne? Aktuell ist noch nichts reif geworden. Es hat sich nichts verändert. Das heißt, wir müssen noch warten. Sie haben genug Zeit, um die Silageballen zu abzuliefern. Das war scharf und knapp. Die Silageballen so schwer. Schauen wir, was hier reinkriegen, ne? Hochinteressant. Sie tauchen. Gehen rein. Das heißt, ich habe mehr gehabt. Rechner. Nee. Ich habe ja 34 Ballen gehabt. Verlust. Da wurde so viel Ball reinfallen. Die anderen Ball. Gut. Das heißt auf Deutsch, wir müssen erst einen Teil reinkippen. Den Rest halt liegen lassen. Die Hälfte haben wir jetzt Verlust gemacht, wenn nicht alles gezählt wurde. Da muss er nicht gleich bekommt das Geld, kann man auch nicht gleich erstatten. Das heißt jetzt im Prinzip, den nächsten Silageball müssen wir mal warten. Das heißt, wir sammeln die ein und lagern die zwischen. Ein paar werden ja noch fertiger.
bisschen lässt er nur liegen. So, jetzt heißt es, ja, warten, Mehl verkaufen. Brauchen wir Traktor. Langsam. Ja, der Milch war. Da ist Wasser eingekippt. Knapp rein. Ja, Wasser, das war ja die Aktion. Kühe Wasser geben. Denn. Aus. Was haben wir hier genug? Gucken, Ausfall, C. Streng die war gewesen. Platz für Wasser. Nicht schlecht. Mal schauen, ob wir einen anderen einige bekommen, einen anderen Wasserwagen. Das mal gesucht hatte, kann man mal abkippen. Hat er mir beim Milchwagen angezeigt, hier kann es abkippen. Ja. War ja im Grunde umfüllen, ne? So. Glück.
alle. Alle. Ich komme. Ja. Mehr Milch. Gute Milch. Oh ja. So wenig. Auf zur Molkerei! 4000 Liter Wasser. Das ist so ungefähr die halbe Leistung am Tag. Ungefähr. Also wenn rein rechnerisch für die Kühe 2000 ein paar zerquetscht, dann wirklich 2,2 nicht ganz. Mit weniger. Kühe dazu kaufen. So, hat die Gemeinde wieder Milch. Kann für die Bürger. Kann man Nidl liefern zum Verkaufen, ne? Hat mir der Preis gefallen? Reicht es nicht, oder? 40 Kühe. 500 Kühe gehen rein. Da kann schon mal zusammenkommen. Also mehr Kühe brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben rund 2000 verdient pro Tag. Wie viel? Schwierigkeiten.
Schwierigkeiten. Hier mache ich Ballen auf. Da rein ist genau der Bahn. Das wäre nicht so gut. Oh, viel. Oh, viel Gras da vorne. Nehmen wir mal ein paar Dinger auf. Ja, fahren. Können wir zwar. Nö, nee, abladen nicht, da bringt nix. 70.000 kann er aufnehmen. Wir haben 134.000 drauf. Das heißt auf Deutsch, die Hälfte würde verloren gehen. Müssen wir aufpassen, dass beim Abladen ein bisschen weniger wie die Hälfte nehmen. Nicht so viel reinschmeißen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob er alles bei der verrechneten Ehren schon her nur 440.000 Gewinn machen verdient pro Anhänger. Ja, zu toll, aber Preis der Anhänger pro Ballen pro 1000 Liter nur 440 bekommen. 100. Das ist ja schade. Also, erstmal warten, bis er leer ist. Zur Not. Ich habe halt. So, wir Freunde, das soll es wieder gewesen sein, die heutige Folge. Wir fahren aus dem BGH und machen das ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen. Auch über ein Abo. Ansonsten hört uns, man hört und sieht sich dann. Ich hoffe, zur nächsten Folge. Seid mal dabei. Bis dann. Kurz abladen. Anschauen, wie das. Voller Ding ist. Zur Not. Machen wir das mit Dings rein. Date. Mal schauen. Ja, 60.000 ist nicht viel gebraucht. Dann sage ich mal Tschüss und winke winke. Bis dann.